Aconchego da areia, ele dorme a noite inteira. Meu Willkommen zu einem neuen Video mit dem Sender Steve am Start. Wir sind in Villingen im Lift. 3 Monate ist es her, dass wir das letzte Mal hier waren. Und wir checken heute mal ab, wie wir uns verbessert haben. Das heißt, vielleicht werde ich euch auch mal den ein oder anderen Vergleich einblenden. Genauso wie im 2-Monate-Vergleich in ein Olpe. Und ja, der Steve sendet jetzt gleich erstmal die World Cup Downhill Line, weil der 2 Monate Pause gab. Das wird auf jeden Fall eine super Sache. Bis gleich auf der GoPro. Willst du zum Warm-up fahren? Yes, den Flow Trail haben wir einfach komplett ausgelassen diesmal. Wir sind ganz zum Schluss mal einen kleinen Abschnitt gefahren, aber wir sind dann erstmal in die Flow Country zum Warmfahren. Und ich muss sagen, ich fühle mich auf diesen Flow Lines mittlerweile schon richtig gut. Ich glaube, ich könnte noch schneller fahren, wenn ich mich ja noch mehr committen würde und einfach mir selber sage, hey, du lässt jetzt die Bremse richtig krass offen, aber ich habe jetzt besonders in Villingen nochmal gemerkt, wenn ich wirklich die Bremse offen lasse, gerade in den Kurven auch, dann fühlt sich das einfach schon viel, viel besser an und es ist gar kein Vergleich mehr zu früher und von vor 3 Monaten. Übrigens, was Sprünge und sowas angeht, ist halt einfach Villingen jetzt nicht so der krasseste Park. Genauso auch in Winterberg sind ja die Anfängerlines gar nicht so super gut zum Sprünge üben und zum Gravity Mountainbike fahren. Ich würde da immer noch empfehlen, tatsächlich nach Olpe zu fahren, weil du danach einfach jedem Sprung nach wenigen Metern schon das nächste Feature hast und einfach was Sprünge angeht, ist es da echt perfekt. Übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Freeride ist aktuell Baustelle in Villingen. Dabei kommen dann die Rasengittersteine zum Beispiel weg, die ich ja beim ersten Besuch richtig grauenhaft fand. Und ich bin sehr gespannt, was sie aus der Freeride machen. Die Freeride ist dort eigentlich ganz cool, weil es gibt ein paar schöne Sprünge, Anliegerkurven, das Ganze ist ein bisschen ruppiger und einfach ein gutes Mittelding zwischen der World Cup Downhill Line und den Flow Lines, meiner Meinung nach. Ich glaube, jetzt kommen die Gittersteine, ne? Also der zweite und dritte Abschnitt der Freeride, der lag mir irgendwie so gar nicht. Klar, die Sprünge waren jetzt gar nicht mal so übel, aber gerade die Passagen, wo da diese Rasengittersteine liegen, da kann ich irgendwie sehr, sehr schwer nur irgendwie eine Linie wählen und weiß da noch nicht richtig, wie ich fahren soll, weil ich auch das Gefühl habe, die Kurven sind irgendwie so eine Mischung zwischen Anlieger- und Off-Camper-Kurve. Und da muss ich auf jeden Fall noch einiges an mir tun. Kleines Stück Enduro Trail fahren.
Kann ich dir zeigen. Das haben wir letztes Mal auch nicht entdeckt. Das kleine Stück Enduro Trail fahren war übrigens eine richtig doofe Idee. Es hatte mal wieder die Tage vorher natürlich durchgehend geregnet und dementsprechend sah halt dieser Enduro Trail auch aus. Ich will gar nicht wissen, wie der Rest der Strecke ausgesehen hat. Den sind wir auch an dem Tag gar nicht gefahren. Aber den Abschnitt hier hätten wir uns eigentlich sparen können. Dennoch zeige ich euch einfach mal kurz, wie der letzte Abschnitt aussieht und wie man von dieser Line hier auf die Enduro wechseln kann. Ach du Scheiße. Ja, das war nicht so geplant. Ach Scheiße, Junge. Nein. So, und dann stand auch schon die World Cup Downhill Line an. Ich war ziemlich aufgeregt, weil ich beim letzten Mal nicht mal den Einstiegsdrop fahren konnte. Und da schon gesagt habe, nee, das mache ich nie im Leben, weil das für mich einfach unglaublich krass ausgesehen hat. Übrigens, wer sich mal die Downhill Line mit mir irgendwie komplett erarbeiten möchte oder sich auch auskennt, ich habe Bock, nochmal hinzufahren nach Willingen und echt einen Tag lang auf dieser Downhill-Line zu verbringen und die von oben bis unten sich schön zu erarbeiten, weil ich hatte richtig Bock, die einmal ordentlich durchfahren zu können. World Cup Downhill-Line. Nee, Digga, nee. Oh nein. Sieht halt von hier echt schlimm aus, ne? Bis hierhin war geil und dann habe ich das Schild gesehen und dann kam das. Aber bis hierhin war richtig geil. Ich hatte nur Angst, zu langsam zu sein. Aber zum Glück ist hier einfach gar nichts los, ne? Unten ist dieses Steingap, da müssen wir mal anhalten, bitte. Ich will den halt machen eigentlich. Ah, brauchen wir schon Speed. Ah, der ist nicht so einfach. Ja, fahren wir das mal an. Ah, Digga. Nee, ich glaube, ich krieg nicht genug Speed. Ich glaube, den lasse ich heute aus. So, auf jeden Fall schon mal den Einstiegsdrop geschafft. Da habe ich mir schon letztes Mal in die Hose gepisst. Hier das Gap oben in dem Steinabsprung, kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal da wart. Den habe ich mir nicht zugetraut, aber hier gibt es noch so ein paar Drops. Die traue ich mir eigentlich schon zu. Wobei das alles ein bisschen anders ist, weil es halt so Steindrops sind.
alles so ein bisschen uneinsichtiger. Das Gute ist, auf der World Cup Jounded Line hier ist nie was los. Sind auch super viele Anfänger heute im Park wieder. Deswegen kann man sich alles so ein bisschen entspannter anschauen. Finde ich ganz gut. Haben da vorne noch einen Kollegen getroffen. Hat jetzt so ein bisschen angeschlossen. Beim letzten Mal sind wir die Line nicht bis zum Schluss gefahren, sondern haben die gar nicht gecheckt, dass am Ende noch ein Part dran kommt. Das war knapp. Von hier aus kann man aber wieder starten. Ja. Vieles gesperrt auch hier. Aber wir sind auf jeden Fall besoffen, wir haben beide den Weizen besoffen. Ja, Junge, ich bin mal voll, jetzt gleich auf dem Trail. Jo, Leute. Was geht ab? Das war's mit dem Bikepark Willingen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin auch zufrieden mit Steves Leistung. Er ist richtig schön die Kurven gefahren. Aha. Ja, wir sind ein bisschen müde und platt, wir chillen jetzt hier noch. Hier kann man übrigens ein bisschen essen, chillen, haben wir gerade gemacht. Jetzt chillen wir hier noch was und treten gleich den Rückweg an. Sind ein bisschen müde, ihr hört das schon. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr das nicht schon sowieso gemacht habt. Schaut doch mal bei Steve vorbei. Ich weiß nicht, ob er nochmal ein Video bringt, aber schaut einfach mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.